Heute geht es ein bisschen um Vakuum. Ich zeige euch mal, wie das funktioniert. Wir haben hier unseren kleinen Vakuumerzeuger. Der hat einen Luftverbrauch von ca. 44 Liter pro Minute. Und unseren großen, der hat einen Luftverbrauch von ca. 265 Liter pro Minute. Für den hier braucht man einen großen Kompressor, also keinen kleinen aus dem Baumarkt, sondern schon ein bisschen was Größeres, der halt die Luft liefert, die Luftmenge. Also der Kompressor sollte mindestens 300 Liter pro Minute Ansaugleistung haben. Für den kleinen reicht ein kleiner Kompressor, wobei der kleine Kompressor ganz schnell an sein Limit kommt. So, dann haben wir unsere Vakuumpads. Die gibt es in verschiedenen Ausführungen. Das hier ist jetzt ein 90x90. Wir haben noch ein etwas größeres, das ist 180x90. Und den weiteren Bedarf für die Zukunft zeigen, welche Maße gesucht oder gefordert sind. Die können wir relativ kostengünstig fertigen, die machen wir selber. Sind aus PVC. Nutenbreite 4 mm, beziehungsweise ich glaube 3,7. Die Dichtungsschnur hat 4 mm. Die Pads haben ein Raster von 45 mm oder 50 mm. Die zwei Bohrungen hier sind für 45 Raster und die mittleren sind für 50er Raster. Wir selber verwenden nur 45er Raster. So, dann zeige ich euch mal, wie man das anschließt. Ich habe jetzt mal den kleinen angeschlossen, den mit 44 Liter. Am Vakuumpad habe ich die Bohrung unten zugeklebt. Was wird jetzt aufgeschraubt und durch das Aufschrauben wird es schon dicht. Die mittleren zwei Bohrungen, die wir nicht verwenden, sind mit einer Madenschraube verschlossen. So, ich habe hier ein kleines Instrument hingehängt, damit man sieht, wie viel Unterdruck wir erzeugen. Das geht bis minus 1,0. Und es wird jetzt ein bisschen laut, weil das macht etwas Geräusch. Das Geräusch ist relativ erträglich. Also wenn der Vakuumzeuger nicht gerade direkt daneben hängt, ist es auch nicht wirklich laut. So, ich mache das jetzt mal an. Jetzt haben wir hier unsere 0,75. Also wir erreichen jetzt hier problemlos 0,75 bar. Betriebsdruck sind ca. 4 bar hier auf der Maschine, also auf dem System. Der Eingangsdruck beeinflusst das ein bisschen, wobei das nicht wirklich viel ausmacht, ob das jetzt ein bar mehr ist. Also mit 5 bar bringt er nicht viel mehr und mit 6 bringt er auch nicht viel mehr. Das macht dann nicht mehr viel aus. So, ich mache das nochmal kurz an. Achtet mal auf das Instrument da hinten. Ich zoome mal kurz ran. Ja, das gleiche machen wir jetzt nochmal mit dem großen. Ich habe es in großen angeschlossen und gleich was Interessantes festgestellt. Achtet mal auf das Instrument. Das Problem ist hier, dass die Luft durch einen 6er Luftschlauch kommt. Also 6-4er Luftschlauch und dann reicht einfach die Luftmenge nicht. Ich klemme das jetzt mal ein bisschen um. Und geht einmal mit einem größeren Anschluss drauf. Wobei, ich glaube, das ist ein Problem. Ich guck mal. Ich habe mir jetzt mal einen großen Luftschlauch geholt. Hier in meinen Hauptanschluss. Das dürfte ein 12 mm Luftschlauch sein.
weiß ich es gar nicht so genau hier. Diesen Werkstatt-Spiralschlauch, 12 mm schätze ich. So, das stecken wir jetzt nochmal dran. Wir achten wieder auf das Instrument. Es wird laut, Achtung. Das ist jetzt wesentlich lauter. Da fließt aber auch wesentlich mehr. Da fließt aber auch wesentlich mehr Luft durch den Erzeuger. Ich weiß nicht, ob er den großen braucht. Also für diese kleinen Pads reicht der kleine völlig aus. Auch für das nächst größere Pad völlig ausreichend. Und sogar zwei große Pads von uns, also zweimal 180 x 90, völlig ausreichend. Wahrscheinlich sogar vier von den großen Pads. Ja, also der ist nur für Sachen, wo man wirklich viel Vakuum braucht. Ja. Weiß nicht, ob man sowas für so Anwendungen wie wir sie haben überhaupt braucht. Ist bei uns zu kaufen. Ich würde aber den kleinen hier empfehlen. Der ist wesentlich handlicher und reicht zu 100% aus.